So, hier bin ich wieder. Ich mache jetzt wieder mit Stand-Mikrofon. Und auch du bist hier, Bell, wie schön. Mein Name ist Eberhard Esch. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag, wir sind Professorin Esche sehr, sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut dich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns später. Kevin Bell, ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl Schergen von Team Plasma hatte die Außenmauer des Turms durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser Junge, Sherin, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was ist genau die Drachenstiege? Schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange bevor es die Einer-Region gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Und? Hab jetzt vielleicht auch noch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Kevin und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wäre prima, ich fühle mich schon viel sicherer. Also danke, Kevin, es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne dir einen Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts ist es allemal. Spezialität, toll. Wenn man den Statuswert eines Pokémons wieder heilen, ist einzigartig, kriegt man nur einmal in diesem Spiel. Ich frage mich wirklich, was Team Plasma bezweckt. Ich mich auch, so betreten wir die Drachenstiege. Warum leckt's? Ich glaube, ich muss ein paar Anwendungen schließen. Ich pausiere schnell, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich ein paar Anwendungen geschlossen. Ich vergesse das immer. Muss ich mir angewöhnen, dass ich das immer von allein mache. Hä? Hallo, willst du nicht kämpfen? Der Arenenleiter ist vorhin nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Und hier können wir surfen. Können wir nur im Winter. Nicht wahr, so der Cheater? Scheiß Cheater. Hier ist ein Ast-Trainer. Ich bin ein Ast-Trainer. Eigentlich prahle ich ja nur ungern damit herum, aber ich bin schon ein ziemlich toller Hengst. Die gesamte Einregierung der völlig erschüttert, sollte ich verlieren. Hehehe, glaubst du wirklich? Ich glaube eher nicht. Großmaul. So kämpfen wir im Schnee. Anna. Gelatropo. Ja, jetzt haben wir unser Feuer-Pokémon draus, Adventi. Also ich habe schon einige Zeit nicht mehr Pokémon Schwarz gezockt. Letzten war es vor, ich glaube am Mittwoch habe ich das nicht gespielt. Und jetzt haben wir Sonntag. So. Voltuna, was ist denn das nochmal? Ich schaue es mir mal an. Ach das ist die Weiterentwicklung von diesen Käfer-Pokémon aus der Elektrolythöhle. Und es kann Ampere Leuchte. Scheiße. Oh, ist nicht sehr effektiv. Ich dachte, ich habe gerade auch Käfer wäre gegen Geist effektiv, aber anscheinend doch nicht. Naja. Und tschüss. Adventia ist Level 43. Okay. Jetzt hat man mal andere Pokémon zu nehmen. Wir haben schon genug starke momentan. So, Pokémon. Machen aus an erste Position und gebe ihm gleich das Glücksei. Zappy Queen kriegt. Okay, dann tue ich Zappy Queen an erste Stelle. Zappy Queen trägt gerade das Glücksei und hat ungefähr dasselbe Level wie Chuck Norris. Hier ist Gras. Item-Sperre. Ein nutzloses Item. Ja, würde schon sagen. Braucht kein Schwein. So, was bist du für eine Austrainerin? Ich habe meine Fertigkeiten verbessert, indem ich mich mit meinem Team immer stärkeren Gegnern gestellt habe. Du und dein Pokémon, ihr seid stark. Aber ich kriege euch noch klein. Na, wir trainieren auch immer gegen immer stärker werdende Trainer. Der. Anfangs waren es nur Käfersammler. Und jetzt sind es die mächtigsten Profis.
So, Rotznase. Verpassen wir der Rotznase eine neue Frisur. So, und tschüss. Was? Ich bin begeistert, es hat überlebt. Mein Gott, bist du scheiße. Slam. Bam. Und tschüss. Oh nein, Feuer-Pokémon Flampivion, da wechsle ich zu Saiyajin. Denn es ist mir jetzt so riskant, als eine Feuerattacke könnte unser Pflanzen-Pokémon verbrennen. So. Surfer? Surfen wir das Internet voll. Und tschüss. Dauert aber noch lange bis 42 bei Saiyajin. Matkifol, dieses Pflanzen-Dings da, Entwicklungs-Pokémon. Von Illefuden, glaube ich, heißt es. Das der Pflanzenarena-Leiter hatte. Der Käfer-Arena-Leiter. So, Inferno, probieren wir es mal. Nein, mein Ding braucht keine neue Frisur. Es war schon beim Friseur. Tut mir leid. Unnötig. Ah. Jetzt probiere ich noch einmal Inferno und falls es nicht wirft, Funkenflug. Okay, Funkenflug. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich spiele immer so gerne mit den Attacken rum, fällt mir auf. Und tschüss. So, gegen Käfer, Pflanze ist es vierfach stark, deswegen down. So, vom Kleinkriegen, ja, so schnell kann ich nicht lesen, tut mir leid. So, diesen Bereich hätten wir. Welches Pokémon? Nerv mich nicht. Was bist du? Gelatini. Komm, geh weg. Du willst zum Friseur? Kein Problem. Friseur Seppikfin, macht mal schnell eine neue Frisur für dich. Hier, bitteschön. Vielen Dank, das macht 20 Euro. Hm. Okay. Hier geht's nicht mehr lang. Gehen wir wieder zurück und schauen wir noch den See an, ob da noch was ist. Ne, hier scheint nichts mehr zu sein. Außer wackelndes Gras oben rechts am Bildschirm. Aber das hole ich mir jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es ein. Ist es ein. Sehr. Wie heißt denn das? Siberio. So, betreten wir den Turm. Sieht doch ziemlich gut gemacht aus. Und ich daumen wilde Pokémon auf. Boah, Shadago. Ein Drachen-Pokémon, das ich nicht entwickeln kann. Und nur ein Drachen-Pokémon ist. Hat keine weiteren Typen. Wie wollen wir es denn angreifen? Ich probiere es mal mit einer Pflanzenattacke Laubklinge. Da ist ja Volltrefferquote drauf. Scheiße, Rauhaut habe ich völlig vergessen. Naja, Knirsche auch. Ah, ich muss wechseln. Ich brauche eine Geister oder eine. Ja, ich probiere es mal mit der Kampfattacke. So. Aua. Es tut weh, weißt du das? Hier, bitteschön. Aua. Mann, hast du eine scheiß Haut. Da verletze ich mich hier. Aua. So, und jetzt kennst du es ja. Bitteschön. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Shadrago Höhle. Größe 1,60 Meter. Gewicht 139 Kilogramm. Es wärmt seinen Körper, indem es mit den Flügeln das Sonnenlicht einfängt, kühlt sein Körper ab, erstarrt es. Boah, wie nett ist jetzt? Boah, keine Ahnung. Ich hab was. Ich nenn's einfach Draghi, was soll's. Ob wir hier angeln können? Ich glaube nicht.
Golbit. Kennen wir noch nicht. Geist Boden. Können wir mit einer Pflanzenattacke killen? Ich will es aber auch fangen. Wobei Pflanzenattacken negieren ja. Geistattacken sind ja nicht sehr. Pflanzenattacken sind ja nicht sehr effektiv gegen Geist. Oh, doch nicht, okay. Mein Fehler. Tut mir leid, Golbit. Ist ein gutes Pokémon, Golbit. Die Entwicklung ist Golgantis ist auch ein sehr starkes Pokémon. Ach, genießen wir doch mal die Atmosphäre. Ah, ist das schön gemacht. Okay, genug gesehen. Weiter geht's. Wir müssen die Plasma aufhalten. Erdbeben. Das klingt ja so, als ob hier irgendwas ganz oben im Turm toben würde. Ach, ein Schritt und es taucht ein Pokémon auf. Dich haben wir schon, tut mir leid. Kein Interesse auf den Kampf. Deswegen, tschüss. Kevin! Die ungestützten Säulen hier könnten auch als Weg dienen. Also, ich folge dann Team Plasma. Ja, mach das. Und, ich will jetzt nur noch ein Gold befahren, dann kommt ein Schutz. Schutz aktiv. Ne, ihr wisst Bescheid. Ja, wie fange ich denn jetzt? Ich könnte es mit einer Feuertacke probieren. Oder mit einer. Ja, ich lass mal Streife ran. Golbit kann keine Bodenattacke, nur Kampfattacken. Auf diesem Level. Oh, mein Fehler. Sorry, Streifi. Nitro-Ladung. Kann jetzt echt Intensität. Oh mein Gott. Naja. So, okay. Das müsste reichen. Und Mega, ich kann es auch. Krass, Mann. Also Attacken kann sie schon richtig starke. So, Hyperball. Eins, zwei, drei, vier. Also, und das Pokémon gehört mir. Der Spruch wird nie langweilig. So. Golbitz, Urgolem. Größe Bodengeist. Größe 1,0 Meter. Gewicht 92 Kilogramm. Es wird durch eine Energie angetrieben, die seinen Körper entspringt. Keiner weiß jedoch, woher diese Energie stammt. Ich habe auch schon einen Spitznamen. So, ich benutze meine Maus. Müsstet ihr, glaube ich, gehört haben. Okay, ich nenne es Iron. Iron Man. Iron Man. Zu Deutsch Eisenmann. Ist zwar kein Stahl-Pokémon, aber egal. Ja, jetzt können wir ja einen Schutz aktiv machen, genau. Mehr Pokémon tauchen hier eh nicht auf. Aber machen wir das noch schnell kaputt. Laubklinge. Und tschüss. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Außer bei Trainern, aber nicht im Bild. So. Okay, jetzt Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Hä? Verdammt, kein Pokémon trägt das Glücksei. Ich bin so schlau. Naja, was soll's. Schutz, Schutz, Schutz. Ich muss dich doch irgendwo wie schützen. Hier. Okay. Und jetzt setze ich Chuck Norris an erste Position, damit wir es trainieren können. Na bitte, passt. Sehr schön. Und weiter geht's. Schauen wir uns erstmal um, was hier alles ist. Wenn man hier keine Stärke hat, kann man hier nicht abkürzen. Man kann hier einfach diesen Felsen hier verschieben, ohne darauf gehen zu müssen. Auf diese Säulen da oben. Aber ich will es trotzdem machen. Just for fun. Item. Ein Hypertrank. Danke. Okay, ja, gehen wir mal nach oben. Da-da-da-dam. Und hier ist nichts. War echt schlau von mir. Okay, wir müssen doch hier lang. Okay. Wie oft sage ich eigentlich okay?
So, jetzt gehen wir hier drauf. Hoffentlich kracht es nicht zusammen. Ich will nicht sterben. Hey! Hey! Na bitte, war gar nicht so schwer. Und hier ist ein Sternstaub. Oder Sternenstaub. Meine Fresse. Dieses EN. Und wo geht's hier lang? Finde ich cool wieder, wo, finde ich cool, wie mit der Kamera wieder rumgespielt wird. Und was ist das? Wer Pokémon Soul Silver Heist Gold kennt, der weiß, woher ich das kenne. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Na toll. Nehmen wir 9, wir haben ja noch 13 Stück. Zack. Yeah, Jumpen in Zeitlupe. Wow. Und hier nochmal. Wow. Meine Damen und Herren, hier sehen wir einen Menschen, der über solche Dinger da rumspringt. Über solche Sprung-Schanzen. Leuchtstein. Damit können wir ein Pokémon entwickeln. Aber wir haben noch keins. Doch, wir haben einen Chiller, Pikachu-Chiller. Aber das können wir zu Chiller-Welle entwickeln. Das können wir immer noch später machen. So. Das ist der richtige Weg. Da ist es im Pokémon Soul Silver Heart Gold viel schwerer. Und hier ist auch ein Ausgang. So, wo sind wir jetzt? Oh Gott, was ist hier los? Kevin, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Na gut, alles halb so wild. Aber mit so vielen von denen habe ich nicht gerechnet. Echt ätzend. Soll ich dir helfen? Du hast keine Ahnung, was wir hier zu erreichen versuchen. Dennoch wagst du es, uns zu behindern? Richtig, ich habe gegen einen Arenaleiter verloren. Haha. Seine Majestät ist bereits oben auf der Turmspitze angekommen. Und es gibt nichts, was du dagegen unternehmen könntest. Dieses lästige Gör. Und der kämpft gleich gegen drei. Oh, Respekt. Ist das etwa die Stärke eines Arenaleiters? Diese Stärke. Kommt sie vielleicht sogar an die von den sieben Weisen heran? Wir dulden nicht, dass sich uns jemand in den Weg stellt. Woher kommt nur diese Kraft, weiter zu kämpfen? Ich komme schon zurecht, aber die Zeit wird knapp. Na gut. Lass mich durch. Dieser Sandro und dieser Cheren beginnen uns schon ein wenig zu nerven. Team Plasma Fight! Der hat nur ein Pokémon, oh mein Gott. Guck mal da. Leichtes Spiel wird es werden, wir zertreten es einfach oder zerboxen es einfach. Nicht wahr, Chuck Norris? Durchbruch! Und One-Hit-Kill. Level 42 für Chuck Norris. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch einfach nicht. Das wirst du auch nie tun, solange du bei Team Plasma bist. Mein lieber Freund, wer sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Ja gut. Wer sich gegen mich stellt, hat auch keine Gnade zu erwarten, mein lieber Herr. Meine liebe Fräulein. Team Plasma übel. Namenlos. Mit dem Cleopatra. Es kann bestimmt Mogelhieb, deswegen kann der Kampf ein, zwei Runden dauern. Ah, okay. Sie setzt Mogelhieb nicht ein, okay. Dann eben ein Zug und tschüss. So, Level 42 für Seppiqueen, den wir den EP-Teiler gegeben haben, kann das sein? Ja, weil wir haben es ja nicht eingesetzt, also. Ja, muss der EP-Teiler gewesen sein. Und was bist du für einer? Ich weiß ganz genau, was du dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein, um mich besiegen zu können. Jetzt genau richtig erfasst. Woher weißt du das nur? Du sollst Hellseher werden, anstatt bei Team Plasma zu sein, mein lieber Freund. Und der hat auch wieder nur eins, also. Was habt ihr nur ein Pokémon? Ist der N zu geizig, euch mehr zu geben, oder was? Naja, tschüss. Da will ich nicht dran lange rumtun. So, tschüss mit euch, hier. Aber ich brauche niemand. Unnötig.
Oh Gott, hier ist noch ein Spaß. Wir existieren, um in unseren Herrn und Meister zu dienen. Ey, bist du verrückt oder sowas? Geh mal in die Psychiatrie, ey. Lauter Wahnsinnige hier in diesem Turm. Zwei hat sie. Das ist deutlich mehr als die anderen vor uns. Und eine Kleopatra, komm. Du enttäuscht mich schon wieder. Zwei Pokémon und dann hast du nur einen Kleopatra Level 33. Da will ich jetzt nicht lange rumtun, weg damit. Ihr nervt mich einfach. Oh. Hier zwei Stück, oh Gott. Kleopatra ist allein schon ein schlechtes Pokémon, würde ich sagen. Und tschüss. Na bitte, geht doch und nächster Kampf folgt bald. Ah, unser großer Herr und Meister. Wird verrückt. Hier ist noch einer, wie viele sind denn hier? Die haben alle zum Glück nur ein paar Pokémon. Jetzt, da du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen. Ich bin nämlich so in Fahrt, dass du nicht mal einen Hauch einer Chance hast. Geh Plasma, Freund! Der hat drei Pokémon, ist eine Steigerung von 30%, die 33%. Chuck Norris gegen so ein Marder-Dings da. So, tschüss. Das war Numero 1, kommt nur Numero 2. Surokex, also das hätte schon längst entwickelt sein können, mein lieber Freund. Entwickelt sich zwar mit Level 37, aber egal. Man hätte schon ein bisschen cheaten können in diesem Spiel. Ne, besonders wenn du so eine Lusche bist wie ein Team Plasma-Idiot. So, Rokaya-Mann, der Rokay-Man! Hi, hier ist der Rokay-Man! Er sinkt erstmal unseren Angriff, weil er ein Superheld ist. Und tschüss! Ja, tschüss würde ich nicht sagen, oh doch. Der Volltreffer, nee, Volltreffer war es nicht sehr effektiv. Die Effektivität hat es schon zum Killen gebracht, okay. So, hier ist. Was bist du? Achso, ich dachte, es wäre ein Pokémon. Wegen diesem. Wegen dieser kaputten Dings da. Ihr wisst schon. So, hier ist jetzt wieder raus. Okay, wo sind wir denn jetzt? Sieht aus wie so eine. Keine Ahnung, wie so eine Uhr, würde ich sagen. So eine alte Uhr. So eine Sonnenuhr oder sowas. Keine Ahnung. So, jetzt muss man hier immer hin und her gehen. Ich will mir aber alle Items noch krallen. Ja, hier tauchen keine Pokémon auf. Deswegen brauchen wir den Schutz jetzt nicht mehr. Sternenstück gefunden. Finde ich auch gut, dass hier keine Pokémon auftauchen. Die würden hier nur die Epicness stören. Epicness. Kevin hat ein neues Wort erfunden. Lauter Sternstaub hier. Das ist schon die zweite, die wir hier gefunden haben. Nee, die dritte, unten im ersten Stock haben wir noch eine gefunden. Okay, ich springe mal darüber. Zack. Okay, und holen uns dieses Item noch. Und dann geht's weiter in den oberen Stock. Ein Beleber, den könnte man brauchen. Nein, nicht hier, hier nach unten. Und jetzt nach oben. So. Oh! Erdbeben. Oh! Irgendetwas scheint oben wie wild zu toben. Oh mein Gott, was ist da oben im. Was ist denn nur oben auf der Spitze des Turms? Was ist damit? Endlich ist es soweit. Seine Majestät, enden wir zum Helden. Niemand hat es tatsächlich bis hierher geschafft. Los, für seine Majestät, Fan, halte dieses Skill auf. Wer nicht zu Team Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bestraft. Er bekämpft, ja.
Wir lassen es nicht zu, dass jemand den Neuanfang Einhalt sabotiert. Oh Gott, gegen vier müssen wir jetzt auf einmal kämpfen, ohne uns zu heilen. Was sind Team Plasma doch für feige Burschen? Naja. Gut, jetzt der erste zwei Pokémon hatte. Guck mal da. Ich habe immer nur die gleichen Pokémon. Also, das langweilt mich echt. In der gelben war es ein bisschen cool. Da hatten sie viele verschiedene Pokémon. So ein paar hatten Slimer, ein paar hatten Voltoball, Smogmog, Elektroball und so. Radikal war ab und zu noch ein bisschen da. Und ein paar besondere Pokémon. Aber hier haben sie alle nur dieselben. Rockhaiman, Zurokex und so. Cleopatra und dieses Kuckmaler-Dings da. Mehr haben sie nicht. Und halt noch die Vorstufe und so. So, das war der erste Spaß. Verdammt, ich habe vergessen zu lesen. Unser Traum wird endlich in Erfüllung gehen. Niemand kann uns aufhalten. Doch, ich. Und der sieben Weise schaut uns einfach nur zu. Okay, hier ist der Rock Heyman. Naja. Der eigentlich sollte der nicht Weise heißen, sieben Weise, weil es ist nicht Weise zu Team Plasma zu gehören. Weil sie immer nur gegen den Protagonisten verlieren. Ist doch immer dasselbe. Mich hast du geschlagen. Aber meine Kameraden werden die Einheit gebieten. Jetzt komme ich. Auf geht's, Team Plasma. Eine weibliche. Oh ja, und Naturtox haben sie auch noch. Und die Ponytox halt noch. So, okay. Naja, mich freut's. Unsere Tytox taucht nicht so oft bei Team Plasma-Kämpfen auf. Deswegen greife ich es nicht mit Kampfattacke an, sondern mit einer Stärke-Attacke. Hat überlebt, oh Gott. Was ist das? Horta, glaube ich, ne? Ja, Horta war's. Was hortest du denn? Naja, egal. Ich will es gar nicht wissen. Tschüss. Müllsack. Down. Cleopatra! Durchbruch, komm! Da! Kampf gegen Unlicht, tschüss! Und Level 43 für unser Starter! Unser König wird eine neue Welt schaffen! Jetzt bin ich mal gespannt! Ob du wohl vier Gegner am Stück packst? Natürlich packe ich das. Bei so schwachen Pokémon. Ich hätte es auch gepackt, wenn er 40er hätte. So, der hat nur ein Pokémon, wie lächerlich. Langweilig. Zertreten oder zerschlagen wir es einfach mal. Also mit einem Kampf-Pokémon kommen wir ganz gut gegen Team Plasma an. Und tschüss. Was? Es scheint, als hättest du noch genug Kraft, um weiter zu kämpfen. Das gibt's doch nicht. Was treibt dich bloß an? Wie auch immer, du hast gewonnen. Wir lassen dich durch. Geh nur. Danke. Ihr seid keine Herausforderung für mich. Der Held wird uns in ein neues Zeitalter führen. Ihr wollt, ihr Trainer werdet die Pokémon verlieren. Hier geht's weiter nach oben. Oh mein Gott, was befindet sich oben? Ich mache mal kurz Pause. Was befindet sich an der Spitze des Turms? Schauen wir es uns an. Seekrom!
Oh mein Gott. Kevin. Was sagst du zu diesem imposanten Gestalt des legendären Pokémon? Es ist erschienen, um an der Seite des Helden zu kämpfen, der uns den Weg in eine neue Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Seagram auf zur Pokémon-Liga und bezwinge den Champ. Dies wird das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft besiegen. Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Falls du mich aufhalten willst, musst du auch du zum Helden werden. Denn nur wenn dich Reshiram Seagrams Gegenpol anerkannt, bist du mir ebenwürdig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Reshiram begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und den Menschen wahren, so finde Reshiram. Reshiram wartet bestimmt schon auf dich, in der Gestalt des Lichtsteines. Hey, bleib da! Kevin! Wer ist da gerade weggeflogen? War das nicht... Was zum Kuckuck? Aber wieso? Was hat... Das war doch Enno, oder? Wieso hat er das legendäre Pokémon an seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du sollst jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Gib mir mal die Ruhe, kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt gar nicht erst versuchen, alles zu verstehen. Wichtiger ist, dass sich zu überlegen, was wir als nächstes tun. Das im nächsten Part. Bis dann, Servus.